Willkommen zurück in der Gerudo-Festung hier bei Ocarina of Time. Wir haben bereits drei Männer hier gerettet, drei Zimmermänner, aber einer fehlt noch und ich habe keinen Plan, wo der sein könnte. Das heißt, wir dürfen mal munter lossuchen. So, da hinten waren wir schon, hier haben wir nichts, da haben wir die Tusnelda erledigt. Gut, dann geht's mal wieder raus. So, also ich glaube, den schwersten haben wir hier schon gefunden, nur wo ist der nächste? Ich habe keinen Plan. Bisher waren wir noch gar nicht erwischt. So soll's bleiben, liebe Freunde. Hier oben waren wir doch garantiert schon, oder? Hier müssen wir schon gewesen sein, liebe Freunde. Oh ja. Da kochen die Guten. Genau, da kochen die nur. Hier waren wir schon. Geht's mal nochmal hier rein? Aber hier waren wir doch auch. Oder? Natürlich, leider. Gut, machen wir es mal anders. Da hinten waren wir ja auch schon. Ich hätte es mit Struktur machen müssen. Nicht so abgehakelt hier. Fällt mir gerade so auf. Ich habe nämlich gerade gar keinen Plan mehr, wo wir hin müssen. Mal hier runter vielleicht. Vielleicht mal hier rein. Waren wir hier schon drin? Hier waren wir schon drin, leider. Ach, verdammt, kein Glück. Das war das erste Versteck, genau. Natürlich waren wir ja schon drin. Das heißt, den ganzen Weg nochmal zurück hier erstmal. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Jetzt haben wir garantiert wieder welche hier, ne? Wir haben hier garantiert wieder welche. Natürlich haben wir da hinten wieder welche. Ach, blöd. Kommen wir hier raus? Können wir auch. Machen wir mal. Da geht's. Oh, verdammt. Aufpassen. Oh, verdammt. Aufpassen. Kann die uns sehen? Kann die nicht. Mann, ist die blind. Hier waren wir doch auch drin. Liebe Freunde, ich glaube, hier waren wir schon drin. Es sah gerade so gut aus, verheißungsvoll. Aber, naja. Es war wohl doch nur ein laues Lüftchen von Hoffnung. So, hier waren wir doch überall schon. Wo kann es denn noch gewesen sein? Na egal. Liebe Freunde, hopp. Eine ist down. Ach, Momentchen mal, waren wir hier? Oh doch, wir waren hier doch. Hopp, hopp, hopp. Hua. Oh, Treffer. Glück. Glück gehabt hier. Eine ist hier doch garantiert noch, die hier vorbeiläuft, oder? Es waren noch drei. Ja, egal. Wir riskieren es mal. Und wurden bisher tatsächlich noch gar nicht erwischt. Das ist schon beachtlich. Wie ich finde. Denn ich werde gerne mal erwischt. Das ist tagtäglich eigentlich so, wenn ich das mache, dass ich erwischt werde. Heute bisher noch nicht. So, haben wir hier irgendeinen... Hier muss auch irgendein Eingang sein, irgendein Weg. Da hinten waren wir ja auch schon, oder? Ich weiß es nicht. Nicht zu weit springen. Mal hier rüber gucken. Hier haben wir auch nichts. Verstehe ich nicht. Liebe Freunde, in welchem bekifften Raum waren wir noch nicht? Ich weiß es nicht. Wir können mal rüberspringen, bringt aber auch nichts, glaube ich. Moment, ist da jemand? Ist da irgendjemand? Da ist gar keiner, okay. Dann geht's mal hinauf. Hier ist noch ein Geheimnis übrigens. Fällt mir gerade so ein. Ein tolles Geheimnis haben wir hier noch. Da hinten haben wir das. Ich glaube, hier brauchen wir auch die Dinger, ne? Genau, hier brauchen wir auch die Gleitstiefel. Haben wir ja hier. Hopp. Hua. Beeilung. Das war schon mal ganz gut hier. Gucken wir mal. Wir finden... Trommelwirbel. Ein Herzteil. Noch zwei brauchen wir für einen neuen Herzcontainer. Cool. Da hinten übrigens das Gefängnis von uns. In der Wüste wurde Ganondorf, der Großmeister des Bösen, geboren. Wollte ich gar nicht wissen. Da hinten ist das Gefängnis von uns. Da hinten, was ihr da gerade sehen könnt. Da würden wir landen, wenn wir gefunden werden würden. Aber das ist unser Ziel ja nicht.
So, da unten ist sonst gar nichts mehr, ne? Ich verstehe nicht, wo wir hin müssen. Vielleicht da so rüber noch, aber... Nein, das war schon mal gar nichts. Wow, wie doof. Ja, jetzt können wir hier 10 Minuten rumsuchen und werden nichts finden wahrscheinlich. So, hier müssen wir wieder aufpassen. Weil die Kiste hier ist nicht umsonst. So. Das Vieh ist down, aber hier waren wir ja auch. Und hier haben wir auch nichts mehr gefunden. Irgendwo habe ich es übersehen, nur wo. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir lassen uns mal erwischen, oder? Was bringt ja auch nichts am Ende. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin so besinnungslos. Ich würde auch mal sagen, nach der Folge hier werde ich eine Aufnahmepause machen, also eine Sessionpause und dann beim nächsten Mal weitermachen. In den nächsten Tagen. Wäre ganz cool vielleicht, ganz logisch, aber ich will das hier nochmal schaffen irgendwie. Voranzukommen, nur wie und wo. Ich gehe nochmal überall rein einfach. In der Hoffnung, dass wir noch nicht hier waren. Aber hier waren wir doch überall schon. Moment. Hey Kleiner, dich meine ich. Komm doch mal hierher. Wir haben ihn gefunden, den letzten. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt von wegen. Sind alle gerettet. Nur du weißt es nicht. Sei vorsichtig, hier gibt es jede Menge Gerudo-Kriegerinnen. Hinter dir, pass auf, glaube ich dir nicht. Ach doch. Unglaublicherweise. Nein, jetzt bist du mal tot. Halt deine Schnauze, du Wächterin. Mann. Okay. Wir haben es geschafft. Ein Schlüssel für uns, der ist befreit. Und wir haben es geschafft. Ich habe schon gedacht, du hättest mich vergessen. Vielen Dank, ich bin Ringo, der Zimmermann. Dafür, dass du mich befreit hast, verrate ich dir, was sich die Gerudos über die Wüste erzählen. Wer die Gespensterwüste durchqueren will, braucht das Auge der Wahrheit. Den Wüstenkoloss findet man jenseits der Wüste. Ich gehe jetzt zu meinem Zelt in der Nähe des Gerudo-Tals. Schau doch mal vorbei, vielleicht gibt es dort etwas für dich. Leb wohl! Wir haben sich alle gerettet. Ich bin beeindruckt. Um an unseren Wachen vorbeizukommen, muss man schon sehr geschickt sein. Ich habe immer gedacht, alle Typen außer Ganondorf wären ziemliche Waschlappen. Aber ich muss meine Meinung ändern. Unsere Anführerin Naboru hat mir die Verantwortung für diese Festung übertragen. Naboru ist die Stellvertreterin des mächtigen Ganondorf, des Herrn der Gerudo-Kriegerin. Sie ist gerade auf dem Weg zum Geistertempel, der sich jenseits der Wüste befindet. Sie vermutet dort ein wertvolles Relikt. Du willst also einer von uns werden, was? Na gut, du hast deine Fähigkeiten bewiesen. Du bist nun ein Gerudo. Nimm dies, damit kannst du dich in der Festung frei bewegen. Und wir erhalten den Gerudo-Pass. Jetzt hast du Zutritt zur großen Trainingsarena. Finde ich cool. Sehr cool. Von daher können wir jetzt hier ganz frei uns bewegen und können die Gerudos weiter umschießen. Ach, wie toll. Sind eh blind. Sehen doch sowieso nichts. Okay. Sehr cool. Hey, Gerudo-Kriegerin, ich bin's, euer Kumpel. Ab jetzt kannst du das Tor zur Wüste durchschreiten, wann immer du willst. Dort findest du den Geistertempel, in dem sich die herrliche Naboru zurzeit aufhält. Ja, sind nicht nachtragend auf jeden Fall, dass wir hier 10 von ihren Kolleginnen abgeschossen haben. Sind sehr, sehr konform mit uns. Sehr gut. Okay. Wir können zur Wüste, in die Wüste hinein. Nun, Kleiner. Ja, was denn? Ich will ja durch, will ich da. Das darf ich doch wohl, oder? Ich hab den Pass. Haben wir den irgendwo hier? Ne, haben wir gar nicht. Können wir nicht auswählen. Gut, egal. Wir reden mal da oben mit dem Kommandanten hier. Hey, Grünschnabel. Willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Na gut, ich öffne das Tor, aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treibsandgraben überqueren. Dann folge auf dem richtigen Weg den Flaggen, sonst schluckt dich der Sand.
Eine zweite Prüfung, folge dem Wüstengeist, ohne das Auge der Wahrheit, aber landest du direkt wieder hier. Du willst immer noch dorthin? Ich halte dich nicht auf. Mach's gut. Oh verdammt, das wird eine harte Prüfung werden, den Tempel zu erreichen. Hoffen wir, dass wir dem gewachsen sind, dass wir das schaffen können. Aber gut, wir werden mal sehen. Hopp, können wir hier wieder runter irgendwie? Wäre ja tendenziell nicht schlecht. Geht auch. So, abfangen. Nicht rumschreien. Dann also auf in die Wüste. Damit wir irgendwann den Wüstenkoloss erreichen können. Gespensterwüste. Es wird gespenstisch hier. Okay, rauf hier. Wir ziehen uns mal rüber. Den Monstergraben können wir sonst nicht überqueren. Außer mit dem Enterhaken. Mit dem langen Enterhaken. So, hua. Manometer. So. Rüber. Haben wir geschafft. Okay. Hier wird's ganz, ganz schlimm. Wir müssen den Flaggen folgen. So, hier haben wir eine und hier können wir gar nichts mehr sehen. Doch, können wir doch. Wir könnten normalerweise auch die Hymne des Sturms spielen. Würde uns helfen. Aber es geht ja auch so eigentlich, oder? Also ich kann es so einigermaßen erkennen. Ihr wohl auch. Wenn nicht, dann spielt die Hymne des Sturms. Die ist auch sehr hilfreich dann. Hier zum Beispiel, da hinten. Okay, wir haben es fast erreicht, das Ziel. Und dann kommt ja auch schon der Geist. Genau hier. Okay, wo ist der Geist, hä? Wo bist du? Zeig dich, dein Meister. Da oben ist er. Der Gute. So, können wir ihn wieder irgendwie anvisieren? Den rechten Weg, den zeige ich dir, denn du hast dafür kein Gespür. Nun flott und folge sehr dicht. Alleine überlebst du es nicht. Kann auch gut reimen, der Gute. Okay, immer schön folgen. Nicht zu weit abkommen. Da ist das Spiel auch gnadenlos. Wenn man ein bisschen abweicht von seinem Pfad, dann hat man verloren. Dann landet man wieder ganz am Anfang. Das wäre auch doof. Also von daher, oh nein, Gas geben, aufpassen auf diese Viecher. Die nochmal ein bisschen extra Raum nerven hier. Das ist schon sehr nervig. Hua, wir folgen dir wie ein Stier. Nicht ohne hier, aber wir folgen ihm doch ganz gut. Sollte also hinhauen. Und die Viecher nerven uns ein Glück auch nicht. Kaum sag ich das, schon treffen die uns natürlich. So. Hua. Aufpassen, wir haben nur noch begrenzte Magie übrig. Von daher müssen wir wirklich Kontenance bewahren. Und keinen Fehler machen. Also das ist echt doof, ne? Der führt uns hier quer durchs Land. Durchs Wüstengebiet. Aber wir haben es, glaube ich, fast geschafft, oder? Ich glaube, ja. Es geht in Strick geradeaus. Und ich glaube, wir haben es. Die Prüfung ist bestanden. Wir landen beim Wüstenkoloss. Und da ist dann wohl der Tempel. Was für eine Sphinx hier. Was für eine Pharaonenstatue. Oh, aufpassen. Oh, aufpassen. Hilfe. Schon nicht ohne hier. Diese 1000 Gegner. Und wieder diese tolle Musik. Finde ich echt genial. Die Musik hier beim Wüstenkoloss im Gerudo-Tal. Wirklich grandios. Und da haben wir ihn. Den Tempel. Den letzten Tempel, den letzten Dungeon. Oder auch vorletzten. Man kann das ja variieren. Den Schattentempel und den Geistertempel. Den, Den Geistertempel, so heißt er ja. Da sind wir. Auch hier eine tolle Musik und umher schwirmende Krüge. So, her mit den Herzen. Und dann gucken wir mal. Wo ist Naburu? Die muss doch hier irgendwo sein. Hier kommen wir so nicht hinein. Weil wir zu groß sind. Und das Teil können wir auch nicht schieben. Weil wir zu schwach sind. Wir können hier also quasi nichts machen. Oder? Nee, wir können hier nicht rein. Wir sind zu groß. Sind wir rausgewachsen? Na, richtig doof. Wir können hier also nichts machen, haben verloren. Das Spiel ist vorbei. Oder auch nicht. Mal gucken. Momentchen mal. Was passiert hier? Na, wenn das mal nicht schick ist.
Natürlich. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Masterschwert sei dir ein Ruder auf deinem Weg hin und zurück durch die Ströme der Zeit. Der Hafen der Zeitwanderer liegt in der Zitadelle der Zeit. Willst du den Wüstenkoloss betreten und in den Geistertempel eindringen, musst du wieder zurück auf den Wellen der Zeiten. Höre nun das Requiem der Geister. Es wird dich als Kind in die Wüste zurückbringen. Ach, alles klar. Wir müssen also als Kind wiederkehren. Sehr schön. Von daher ist das Lied hier ganz wichtig. Und da haben wir auch die Scheißeule. Du hast das Requiem der Geister erlernt. Wir können's einfach. Und Sheik, lass mich raten. Du hast es wieder eilig. Uah. Der Sandmann ist da. Und Sheik ist weg, natürlich. So muss das sein, liebe Freunde. Okay, ich würde mal sagen, wir spielen hier mal das Lied. Für die Zeit, für Quatsch, wie heißt denn das noch? So geht das auf jeden Fall. Oben, rechts, links, oben. Machen wir mal. Okay. Schubidibu. Und als Kind werden wir wiederkehren. Wieder zum Geistertempel. War ja auch ein sehr offensichtlicher Hinweis, dass wir hier wiederkehren müssen. Und müssen quasi zumindest einen Teil des Dungeons als Kind erledigen. Auch sehr cool. Wieder als Mini-Link hier zu agieren. Auch wenn es natürlich doof ist, da wir ja natürlich viel schwächer sind. Und wir kaum Schaden machen. Nicht so viel wie als großer Link, aber gut. Das gehört zum Spiel, liebe Freunde. Denn nur so können wir zum Beispiel auch das Teil, das Loch durchqueren. Nur als Mini-Link. Insofern werden wir es hier rocken als kleiner Link. Und wir können auch gleich mal hier weg. Mit dem Requiem der Geister. Ne, es war verkehrt. Wie war denn das schon wieder? Ich hab's vergessen. So war's. Und wie ich finde, fast schon das beste Lied von denen, die wir gelernt haben von Sheik. Wie seht ihr's? Was ist euer Lieblingssong, den wir so insgesamt gelernt haben und primär von Sheik gelernt haben? Würde mich sehr interessieren. Okay. Wie dem auch sei. Wow, verdammt, aufpassen, Contenance und dann ab in den Tempel. Und dann werden wir beim nächsten Mal auch verdammt. Ich will hier weg. Dann werden wir zum nächsten Mal hier auch noch mehr umsehen. Den Tempel uns vornehmen. Hier wären wir wieder. Im Geistertempel 7 Jahre in der Vergangenheit. Liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut.